Moin und herzlich willkommen zur nächsten Folge von der FC Barcelona Trainerkarriere mit dem guten Xavi. Und das erste, was wir in dieser Folge machen, ist einen Transfer tätigen, und zwar den von Ferran Torres. Und zwar habe ich schon mit City verhandelt. Wir haben denen Sergio Aguero angeboten, aus dem Grunde, weil er ja sowieso nicht mehr spielt. Und ich ihn ja auch irgendwie loswerden möchte. Kann er zurück in seine Heimat zu City, seine letzten Jahre noch dort verbringen. Dafür holen wir Ferran Torres. Und ja, Rotation 5 Jahre, keine Freigabesumme. Duales Gehalt geben wir ihm genau das gleiche und das ist ein faires Angebot. Damit haben wir Ferran Torres verpflichtet. Diesen Transfer habe ich getätigt aus dem Grunde, weil sie ihn heute offiziell vorgestellt haben. Also aus meiner Sicht heute, wenn das Video online ist, ist es wahrscheinlich schon ziemlich lange her. Und er hat bestimmt schon gespielt, wer weiß. So, und da wir noch ein anderes Gerücht nachgehen wollen, wollen wir noch Edinson Cavani ablösefrei holen. Also ja, können wir gut als Aguero, wie heißt Aguero, Nachfolger sehen. Das ist gut und damit hätten wir Edinson Cavani ablösefrei, aber jetzt noch nicht, da er erst dann in der nächsten Saison kommt, oder ist er jetzt schon dort? Ich habe keine Ahnung, wie lange sein Vertrag hier jetzt noch läuft, das muss ich kurz nachschauen. So, und das erste, was wir nach den Transfers in dieser Folge machen, ist das Supercup-Finale. Da gehen wir davor natürlich in die Pressekonferenz des Interviews. Was erwarten Sie im Duell gegen Atletico? Wir tun alles, um zu gewinnen. Dann die nächste Frage wird sein, beeinflusst das Ergebnis des letzten Spiels Ihre Strategie an diesem Spiel? Nein, wir werden Atletico Madrid schlagen. Und wir werden vor Ende der Transferfenster noch weitere Spieler gekauft. Junge, wir sind überall top besetzt. Ferran Torres ist noch nicht mal Bankspieler aus jetziger Sicht. Und ja, mit Cavani haben wir schon den nächsten Transfer fix gemacht, der dann in der nächsten Transferphase bei uns da ist, denke ich mal, gehe ich mal von aus. Ja, deshalb sind wir überall gut besetzt, also noch mehr Geld auszugeben war auch dämlich, wir haben auch nicht mehr so viel Geld, gerade mit 20 Millionen. Und hier gehen wir rein in die normale Simulation, aber ich ändere noch mal kurz das an der Aufstellung. So. Ich habe Araujo in die Innenverteidigung gestellt und Ferran Torres darf sein Debüt geben. Beginne die normale Simulation. Wir sehen uns beim ersten Tor wieder. Bis gleich. Und in der 82. Minute steht es 1-0 für FC Barcelona durch Frankie de Jong. So, und damit ist das Spiel vorbei. Wir gewinnen 1-0 das Supercup-Finale gegen Atletico Madrid. So, Ferran Torres muss ich ja noch einmal festlegen. Bekommt die Nummer 25. Die davor Yusuf Demir hatte, der bekommt jetzt die 19. So, als nächstes geht es in die Schnellsimulation gegen Rayo Vallecano. Ich weiß nicht, wie man die richtig ausspricht. Wir haben Yusuf Demir auf dem rechten Außen, auf dem linken Außen haben wir Ansu Fati. ZOM habe ich mal Dembélé hingesetzt. Dann spielen Pedri und Pogba wieder. Und Außenverteidigung Roberto und Alba, Innenverteidigung Garcia und Araujo und Torwart Jan Sommer. Und das Spiel gewinnen wir 3-1, Yusuf Demir, Zlatan Ibrahimovic und Usman Dembele. So, als nächstes geht es in die Schnellsimulation gegen Alaves. Wir haben ein bisschen umrotiert, Isak darf spielen, Felix darf spielen, Torres darf spielen und Jan Sommer darf spielen, Iniesta darf auch spielen. Und das gewinnen wir mit einem 2-4. Zweimal Memphis, einmal Ferran Torres mit seinem
erst ein Tor und einmal Frankie de Jong. Und als nächstes geht's ins Copa de España Spiel gegen Eibar. Da würde ich sagen, gehen wir in Top-Besetzung rein. Das heißt, Pogba muss auch rein, aber wir brauchen einen fitten Innenverteidiger. Okay, die sind zwar fit, aber naja, ein bisschen ausgelassen. Ich will die jetzt nicht so ausgelassen haben und Araujo ist jetzt auch nicht so schlecht und Eibar ist jetzt auch nicht der krasseste Gegner. Ja, damit sind wir auch schon rausgeflogen, weil ich auch einfach dumm wie Scheiße bin. So, mir ist gerade aufgefallen, wir haben ja ZOM für Andres Iniesta machen wollen. Ja moin, ja 37 und geht nochmal 3 Gesamtstärken höher auf eine 84. So, als nächstes geht es rein ins Spiel gegen Atletico Madrid. Andres Iniesta darf mal auch diesmal auf seiner neuen Position spielen und wir gehen in die normale Simulation. Und in der 10. Minute 1-0 durch Zlatan Ibrahimovic. Und in der 37. Minute 1-1 durch Antoine Griezmann. So, und damit geht das Spiel auch mit einem 1-1 aus. So, als nächstes geht es rein ins Derby gegen Espanyol Barcelona und da müssen wir auf jeden Fall ins Interview. So, wir sind auf jeden Fall bereit für diese Partie. Und ist ein Sieg gegen Espanyol realistisch? Wir müssen gewinnen. Und schaffen sie bis zum Saisonende noch die Wende? Versuchen müssen wir es. Es wird schwer. Warum die Wende? Ja, versuchen müssen wir es. Wir sind ja zurzeit nicht auf dem ersten Platz. Das fuckt die Leute anscheinend ziemlich ab. Wir sind gerade auf A4. Ja, okay, Real Madrid hat 12 Punkte mehr als wir. Aber okay, wir gehen auf jeden Fall in Top-Besetzung rein und gewinnen mit 4-0 Dybala, Jordi Alba, Memphis und Kingsley Coman. So, Betis Sevilla möchte Alex Collado ausleihen. Können sie gern machen. So, und damit ist es offiziell. Collado wechselt dann in der nächsten Transferperiode zu Betis Sevilla für ein Jahr. So, Alex Balde, 2 Jahre nach Besiktas. Können wir auch gerne so machen. So, als nächstes geht's rein ins Spiel gegen den FC Valencia. Und das ist Ferran Torres Ex-Verein. Also aus der Jugend kommt er. Sein Ex-Verein ist ja eher jetzt Man City. Aber das ist so sein richtiger Hauptverein, wo er groß geworden ist. Und da darf er auch spielen. Gehen in die Schnellsimulation und gewinnen 1-2 Dybala und Ferran Torres macht sogar ein Tor. Atletico Madrid will Martin Braithwaite. 44 Millionen ist der Wert und die bieten 45. 44 Millionen ist der Wert für den 30-Jährigen, der noch nicht mal eine 80 hat? Aber okay, Atletico Madrid her mit dem Geld. Als nächstes ist Lille unser Gegner im Achtelfinale der Champions League. Wir sind als Erster weitergekommen und Lille ist unser Gegner. Gucken wir mal an, wie die anderen schon so gespielt haben. Bayern gewinnt 2-1 gegen Inter. Ajax Amsterdam gewinnt 2-1 gegen Manchester City. Wolfsburg gewinnt 3-1 gegen Chelsea. Und Atletico Madrid gewinnt 3-1 gegen Sporting. Dann gewinnt AC 3-1 gegen Man U und Paris schlägt Real Madrid mit 2-1. Aber das mit Wolfsburg und Ajax finde ich schon nice, wenn die Großen mal rausgehauen von den Kleinen. So, und damit geht es rein ins Spiel gegen Lille und wir sehen uns in der ersten Situation wieder. Bis gleich. Paul Pogba zurück auf Frankie de Jong. Der gibt rüber auf Joao Felix. Felix und er ist drin in der 6. Minute. Joao Felix mit dem Tor. Schöner Torjubel hier auch vor allem. So. Schöner Pass von Frankie de Jong. Natürlich schön, schöner Schuss von Joao Felix.
Oh, Frankie de Jong. Serginho Dest auf Memphis Depay, rüber auf Felix. Der gibt weiter auf Zlatan Ibrahimovic, tändelt sich da gut durch. Und versucht den Schuss, aber passt dann nochmal weiter. Oh, David. Versucht die Flanke auf Gilmas. Oh, schöner Steilpass, der sehr gefährlich war. Memphis Depay. Memphis. Auf Joao Felix, der schießt. Lille hat ihn. Auf Ikoné. Gilmas. Und Lille kommt zum Schuss. Und Ball ist noch heiß. Serginho Dest. Schöner Steilpass auf Felix. Jetzt kommt es zum Konter. Ikoné. Renato Sanchez. Wieder Ikoné. Ikoné. Eckball für Lille. Oh, ciao Felix. Jetzt kommt es zum Konter für den FC Barcelona. Oh, Zlatan. Auf Joao Felix. Der gibt rüber auf Pogba. Pogba schießt. Und der Ball ist drin. Da kommt der Pogba-Jubel. Wie schnell aber auch Pogba sprinten kann manchmal. Oh, Serginho Dest. Antonio Rüdiger. Pogba. Oh, Joao Felix. Felix mit der guten Drehung. Felix. Und schießt. Echt knapp vorbei. Ansu Fati. Oh, Ibrahimovic mit der Vorlage für Joao Felix und der macht den rein in der 45. Minute. Schön gemacht von Zlatan Ibrahimovic und natürlich auch schön geschossen mit dem linken Fuß von Joao Felix. Renato Sanchez. Oh, Gilmas. Okay, Pogba. Oh, Pogba mit dem Fehlpass. David Gilmas. Gilmas immer noch am Ball. Serginho Dest. Und knappes Ding. Barcelona weiß echt nicht, was sie hinten machen sollen. Direkt auf Frankie de Jong. Joao Felix. Zlatan Ibrahimovic. Oh, Gilmas. Marc-André Ter Stegen rettet. War auf Jordi Alba. War auf Zlatan. So, und damit kommt es zu den ersten Wechsel. Ansu Fati geht runter für Ferran Torres. Araujo kommt rein für Laporte. Oh, schlechte Flanke vom Lille-Torwart. Memphis Depay macht das Tor. Das war aber auch ziemlich geschenkt von Lille. Schön da durchgekommen. Am Ende wurde es noch ein bisschen kritisch, aber da hat der Torhüter sich das echt selbst reingelegt. Erster Fehlpass und dann nicht mal diesen Schuss halten. Oh, Zlatan Ibrahimovic. Sieht da Memphis Depay alles frei. Memphis Depay rüber auf Joao Felix und der macht
sein drittes Tor für dieses Spiel mit dem 5:0 Hattrick für João Felix. Den hätten Memphis eigentlich auch selber machen können, aber geht er den selben Weg mit João Felix. Paul Pogba. Jetzt vielleicht letzte Aktion für Zlatan Ibrahimovic, der da nicht durchkommt. Und 2 Minuten sind um und damit ist das Spiel vorbei. 0:5 gewinnt Barcelona auswärts gegen Lille. Matchwinner João Felix. Damit ist auch Braith Red jetzt offiziell an Atletico Madrid verkauft. Der wechselt dann auch in der nächsten Transferperiode. Als nächstes geht's rein. Das Spiel gegen Athletic Bilbao, Schnellsimulation mit Top-Besetzung 1:1. Ey, diese Mannschaft kriegt es diese Saison überhaupt nicht auf die Kette. So, und damit ist es auch offiziell, dass Baldé nach Florenz für ein Jahr geht. Als nächstes geht es rein ins Spiel gegen El. Ich habe ein bisschen rotiert und das gewinnen wir mit 2:1. Petri und Isak. So, als nächstes geht es rein gegen Osasuna. Bisschen wieder rotiert. Sommer darf mal wieder spielen. Auf den Außen Yusuf Demir und Ansu Fati. Und Petri im Mittelfeld, auch in der Innenverteidigung. Und 2:2 Ansu Fati und Ibrahimovic. So, weil wir das letzte Spiel gegen Lille haushoch gewonnen haben, lasse ich jetzt auch mal ein paar, also nicht die Top-Besetzung spielen, sondern ein paar jüngere. Wie jetzt zum Beispiel einen Isak, einen Felix, einen Torres, einen Dembélé, Araujo, Garcia, Dest. Und gehen in die normale Simulation und sehen uns beim ersten Tor wieder. Und Gilmas ist in der 19. Minute 1:0. Und Alexander Isak 1:1 in der 32. Minute. Und David in der 58. Minute 1:2. Und Eigentor von Lille durch den Linksverteidiger mit der Nummer 7. So, und damit ist das Spiel entschieden. 2:2 geht es am Ende aus. Damit gewinnen wir insgesamt mit der 7:2 und kommen damit in die nächste Runde der Champions League. So, gucken wir uns die Ergebnisse der Champions League an. Bayern kommt weiter mit 3:4 gegen Inter. Dann gewinnt Manchester City noch gegen Ajax Amsterdam im Elfmeterschießen. Und Chelsea zieht wirklich Wolfsburg noch ab. 1:5, insgesamt 4:6. Dann Atletico Madrid kommt weiter. So, damit würde ich aber auch erstmal sagen, war es das mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da. Bis zum nächsten Mal und ciao.